Sven, what do you think about the beginning of this winter? How do you like the season start? Es ist absolut interessant, wie alles angefangen hat. Wir hatten natürlich jetzt auch mit Kusamo und auch gestern der Wettkampf Traumbedingungen. Das kennt man anders, speziell in Kusamo. Und man sieht schon, dass viele Nationen sich weiterentwickelt haben, speziell natürlich Polen mit Stefan Horngacher. Und das wird eine super spannende Saison. Do you think that Polish can be strong through the whole season? Can there be Polish winter? Also ich glaube, den Schritt, den die Polen gemacht haben, ist auf einer Basis, wo wirklich auch ein festes Fundament hat. Und man auch sieht, dass das gestern zum Beispiel, also da waren wirklich, haben alle super Sprünge gezeigt. Stefan Horngacher hat selbst schon gesagt, also das hätte er selber gar nicht erwartet. Und ja, speziell Kamil kommt natürlich auch wieder gut in Fahrt. What about the German team? Who do you think is the biggest talent, most promising right now? Bei den Deutschen ist nach wie vor Severin klar, denke ich, die Nummer 1, obwohl er vielleicht auch seine Operation im Sommer hatte. Aber nichtsdestotrotz, ein Markus Eisenbichler hat super trainiert im Sommer, beziehungsweise auch gute Fortschritte gemacht. Richard Freitag kommt langsam in Fahrt, braucht aber immer so ein bisschen noch mehr die Einzelsprünge, die wie gestern im zweiten Durchgang zum Beispiel, dann kriegt er auch sein Selbstvertrauen und Andy Wellinger ist auch auf einem guten Weg. Brauchen alle so ein bisschen Zeit, weil sie noch ein bisschen mehr Vertrauen brauchen, auch ein bisschen mehr mit der Materie lernen müssen, umzugehen, aber die sind alle auf einem guten Weg. You are still the only jumper who won all the four hills competitions. Do you think somebody can finally do it again this season? Das wird man sehen, auch in diesem Jahr sieht man wieder ein Domen Preutz, Peter Preutz, Severin, weiß, wie man bei einer Tournee dann irgendwo auch gut springt. Man hat natürlich jetzt auch mit Kamil wieder einen, der weiß, wie man gewinnt. Doppel-Olympiasieger, der hat Nerven. Wenn der gut drauf ist, dann hat er auch keine Probleme, das zu tun. Also es sind wieder viele Leute in der Lage, aber die Tournee ist immer speziell. Ne? What do you think changed since you stopped jumping? There, is it a lot new things in the ski jumping? Ja, also wir waren schon früher auch zu meiner oder zu unserer Zeit viel Material, war schon viel am Arbeiten, aber das hat sich natürlich jetzt auch schon intensiviert, wenn man sieht mit den Bindungen, mit den Schuhen, mit den Anzügen speziell dann auch, kommt dann eine neue Konstante rein und die Technik hat sich ein bisschen geändert anhand vom Material, wie sie es geändert hat, aber alles in allem, das Paket sieht gut aus, also ich freue mich da über weite Sprünge, früher wie heute. Yesterday Adam Małysz had birthday. Do you still remember the big competitions with him and you? Ich freue mich. Also ich habe Adam jetzt nicht speziell gratuliert, aber ich glaube in Twitter habe ich was gesehen. Da habe ich natürlich dann mein Like gegeben. Ja, ich freue mich auch Adam irgendwann jetzt vielleicht auch mal wieder zu sehen, weil er ja dann auch im Team mit dabei ist und dann laufen wir uns sicherlich irgendwann über den Weg und dann können wir auch mal kurz quatschen über früher und haben ja wieder den gemeinsamen Weg. Auch Martin ist ja mit dabei, also ist eigentlich so ein bisschen die alte Clique wieder zusammen. How is your life now after ski jumping? Are you happy with what you are doing? You had some changes in personal life recently, we've heard. Ja, also ich bin jetzt auch der Normale geworden. Ich habe jetzt geheiratet, meine Frau, und bin auch auf einem ganz normalen, glücklichen Weg. Kind ist auch, Nachwuchs ist auch im Februar dann da. Also habe ich auch das normale Leben gefunden. Dauert mal bei dem einen länger, bei dem anderen geht es kürzer. Aber am Ende ist das Ergebnis gleich. Und dass ich jetzt mit Eurosport dann auch wieder dabei sein kann und das alles anschauen kann, ohne dass ich selbst springe, ist auch schön für mich. Last question, will we ever see you jumping even on a small hill again? Boah, das weiß ich nicht. Also müsste man viel zahlen. Nein, ich glaube nicht. Also das ist, wenn man mal zwei Jahre aufhört, dann ist es, glaube ich, so, dass man das dann auch lässt, weil das Vertrauen auch weg ist und es dann doch relativ risikohaft ist. Dankeschön. Bitte.